einige Merkwürdigkeiten gesehen, aber eine riesige Flugmaschine, die das Wetter ändern kann, das war einmalig. Pluvius, der Erfinder des Apparats, hatte keine Ahnung, welchen Wetterwirrwarr er damit anrichtete. Seine Sturheit hat uns beinahe das Leben gekostet, aber wir konnten ihn und uns gerade noch retten. Doch gütiger Kesseldruck, von der Wetterflugmaschine war nicht viel übrig. Naja, und schon waren wir wieder auf der Jagd nach Molly und der wilden 13. Wer kennt viele Abenteuer, Drachenprinzen, Ungeheuer? Ist nachts heimlich weggerannt, einfach raus aus Lummerland. Fährt mit Emma übers Meer, wem hilft Lukas dabei sehr? Schlaf die Bösen, hilft den Schwachen, bei wem am Sag mal, Lukas, sind wir denn immer noch so weit weg von diesen eisernen Klippen? Das ist schwer zu sagen, Jim. Jedenfalls sind wir inzwischen schon mächtig vorangekommen. Vielleicht sind die Klippen gleich hinter den Bergen da. Die sind nicht allzu hoch. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, sie zu überfliegen. Das ist fantastisch. Diese Felsen da sind so spitz wie Drachenzähne. Du siehst so nachdenklich aus, als ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Offen gesagt, mein Junge, ich flieg nicht allzu gern über diese Berge. Falls das Perpetuum-Mobil hier oben zufällig eine Panne hat und wir notlanden müssten, hätten wir keinen Platz dafür. Und erst wenn wir über diese Berge hinweggekommen sind, ist mir wieder leichter, Jim. Verstehe, also drücken wir die Daumen. Hoffentlich erreichen wir ganz schnell die eisernen Klippen, bevor die Piraten Nepomuk und Ushauri Shum finden. Und wenn nicht, Lukas, ist das Ende von Mandala gekommen. Ich weiß nicht wieso, aber ich will so schnell wie es nur möglich ist weg aus dieser Gegend, Jim. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, als ob hier irgendwelche schrecklichen Gefahren auf uns zukommen. Ich weiß nicht, ich finde das richtig unheimlich. Halt! Oh. Lukas, pass auf! Oh. Worauf die warten, aber es scheint oberüberwichtig zu sein. Da hinten, da kommt ein Schiff. Da, ich sehe es genau, da drüben. Wo da drüben? Ach ja, wo denn? Oh nein, da ist nur eine wogende Felle angeschwappt. So ein Tierkopf. Entschuldigung, Admiral, meine Augen sehen alle so diesig und so neblig. Ohne Brille gucke ich immer unscharf in die Ferne. In der Nähe sehe ich viel schärfer als ein Adler. Und wieso hast du die da nicht auf, deine Brille? Naja, weil ich doch keine Brille habe. Ich sehe messerscharf. Aber meine Nase macht mir ein bisschen Ärger. Gut riechen kann ich schlecht. Allerdings nur an manchen Tagen. Diese Kerle zerfetzen mir noch die Nerven. Du, was hat er gesagt? Unsere alte Teerjacke ist schon etwas ohrenlang. So, jetzt reicht es aber. Zurück auf eure Posten, ihr Torfschädel. Ein Siegel am Horizont da drüben. Na also, sie kommen. Endlich sind sie da. Darauf habe ich so lange gewartet. Ist ja eigenartig. Das sieht ja aus wie eine Piratenflagge. Oh, 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 oh.
Piraten! Nicht doch, das war nicht ausgemacht! Kommt, kommt, hört auf! Keine Bange, Seeleute! Es ist nur eine kleine Handvoll freundlicher Piraten, harmlose Leute! Sind Sie sich auch sicher, dass das nur harmlose, freundliche Piraten sind und keine üblen Schurken, hä? Glaubt mir, die sind sogar noch freundlicher als Delfine und ganz lieb! Na, wenn das so ist! Entschuldigt, aber ich muss jetzt los. Es wird Zeit, den Magneten wieder abzuschalten, hm? Oh, warte schön langsam. Warte doch nicht so schnell, halt! Aber die Zeit drängelt. Wenn ich den Magneten nicht gleich sofort abschalte, dann bumsrumst das Schiff da gegen die Klippen. Ja, es ist der reinste Riesenjammer, dass dir sowas manchmal passiert, wenn du verstehst, was ich meine. Was? Hm, was? Was glauben Sie, wen Sie hier vor sich haben? Ich mache aus dem Schiff keinen Frack, hören Sie. Solange Nepomuk Wächter vom Gurumusch-Magneten ist, gibt es niemals nicht ein Frack an den eisernen Klippen. Kampiert? Keine Fracks und damit Pasta. Oh, na, das wird sich ja noch zeigen. Ja, ja. Was sagt ihr nun? Dieser gefährliche Drache kann uns jetzt nicht mehr gefährlich werden, denn ich habe ihn geknebelt und gefesselt. Aber das war noch nicht das Ding geendet. Da kommt was auf uns zu, Seemänner, was noch obergefährlicher ist als 1000 gefährliche Drachen. Sie hatten doch gesagt, dass da harmlose, freundliche Piraten kommen. Ja, ganz richtig, ganz recht. Aber wie freundlich die auch immer sein mögen, Piraten sind schließlich Piraten. Also sollten wir uns darauf vorbereiten, bereit zu sein. Kann ja nicht schaden. Hm? Könnten Sie uns sagen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Nur keine Sorge, ich habe einen Plan. Doch zuerst wandert der Drache in die Höhle ab. Land ahoi! Land in Sicht! Land in Sicht! Land in Sicht! Hm? Ahoi! Hä? Aha! Ahoi, ahoi, ahoi! Ja, die eisernen Klippen, nun haben wir es geschafft! Endlich! Jetzt bekomme ich wirklich mein Feuerwesen! Ahoi! Da hören ja die Flöhe auf zu husten, so ein unhöfliches Fernrohr. Was? Was? Oh. Ja, aber. Na, seht ihr, ich wusste doch, unser Schiff ist unsinkbar. Hm? Wenn ich den Rollmopskopf erwische, der das getan hat, dann mache ich Fischknödelsuppe aus dem. Bereithalten, Männer! Vergesst nicht, wenn ich sage Angriff, dann wird angegriffen und wir fesseln die Burschen mit Seegemüse. Also, ich finde aber... Vielleicht sollten wir noch ein Weilchen warten, ne? Ja, wir können doch nicht wissen, was ist, wenn die... Angriff! Angriff, Männer! Knöpft sie euch vor! Keine Angst, sie sollen schlattern, diese lächerlichen Heringsbändiger! Na! Was würden Sie zu einer kleinen fröhlichen Runde Seilhüpfen sagen? So was, Nanu, ich eine Oberüberraschung. Wen haben wir denn da? Und wir dachten schon, wir wären dich für immer los. Hast du eben gesagt, lächerliche Heringsbändiger?
Hört auf! Piratenbrüder, Schluss damit! Aus, Ende mit der Hüpferei! Los, und wird's wieder ernst, Brüder! Nein, das darf's doch nicht geben! Zu geben. Findest du nicht? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ach, vielleicht hat's hier nur nicht genug geregnet. Oder vielleicht ist hier irgendwann etwas Unheimliches passiert und hat alles vernichtet. Wollen wir hoffen, es kommt wirklich bloß von der Trockenheit, dass es da unten so schlimm aussieht. Dieses eigenartige Geräusch, hört ihr das auch? Ich sehe da was, da vor uns. Wir fliegen direkt darauf zu. Oh. Genau ist es nicht zu erkennen. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, was das ist. Wir können es besser erkennen, wenn wir näher dran sind. Also ich finde diese eigenartigen Geräusche, die kommen auch von da. Jetzt sind wir da, Akropuk. Wir sind wieder über dem Land der 1000 Vulkane. Ja, das geht ans Herz, das Land, in dem wir geboren wurden, wiederzusehen. Hey, hört mal! Was ist denn? Wisst ihr, was das für fliegende Dinger da vor uns sind? Na klar! Das ist eine Halbdrachen-Falkenstaffel. Hey, wir haben vielleicht Glück, denn sowas siehst du seltener als selten, selbst hier im Halbdrachenland. Wirklich? Warum denn das? Na, weil Halbdrachen-Falken immer bloß nur losschwirren, wenn sie übel miese Feinde abfangen müssen. Darum. Was, Feinde? Ach du dicker Schreck! Achtung, Alarm! Feinde in Sicht! Alle Falken im Formationsflug! Wir fangen die Eindringlinge sofort hier ab! Schnell, Akropunk! Volle Kehrtwendung! Nein! Gegen die fliegen hier ja Schneckenflügel lahm. Mit denen können wir es niemals aufnehmen. Was sollen wir denn nun bloß machen, Akropunk? Ich hätte da eine Idee. Wir flattern einfach dorthin, wo die Halbdrachen sind, und dann befreien wir Ping-Pong. Fantastisch, Flattermäuserich. Auf die Idee wäre ich auch von selbst gekommen. Du kapierst nicht, du Krummschnabelnase. Immerhin gehören wir auch zum Halbdrachenvölkchen. Außerdem, Ratterglock, wir haben doch für Frau Malzahn gearbeitet. Kein Halbdrache traut sich, uns beide aufzuhalten. Ja, aber inzwischen wird uns das nicht mehr helfen. Die frühere Frau Malzahn, die gibt es überhaupt nicht mehr. Ja, schon richtig. Aber außer uns beiden hat keiner von den anderen Halbdrachen eine Ahnung davon, richtig? Ob ich das alles richtig verstanden habe, weiß ich nicht so genau. Aber ich bin dabei, Flatterklopsgesicht. Das wird ein richtiger Riesenspaß, so wie in früheren Zeiten. Seht mal, da sind lauter Blumen dran. Dieser Berg ist ganz mit knallroten Blumen bedeckt, überall. Sieht das nicht wundervoll aus, Jim Knopf? Ja, am liebsten würde ich ein Sträußchen pflücken und es dir geben. Wundertoll! Habt ihr das gesehen? Das sind keine Blumen, das sind Schmetterlinge. Da schwirren mindestens Tausende herum. Schön, die sind wirklich wundervoll. Selbst den Mandala habe ich noch niemals etwas so Fantastisches gesehen, Jim. Unglaublich. Ich kann es kaum fassen, Kinder. Wie können so viele Insekten in solch einer jammervollen Landschaft leben? So
Aber was ist doch nicht möglich? Es sieht hier fast so aus, als ob uns diese Schmetterlinge verfolgen. Die scheinen von den Magneten unseres Perpetuum Mobils angelockt zu werden. Was? Jetzt sind die Lenkseile abgegangen. Wie kann sowas passieren? Die sind hier durchgeschnitten worden. Wirklich? Wer kann das denn gemacht haben? Nein, seht euch das genau an. Das ist nicht durchgeschnitten worden. Nein, das wurde einfach durchgebissen. Was? Das wurde durchgebissen? Aber das ist völlig unmöglich. Nun fliegen wir schon seit Tagen und uns ist doch auf der Reise kein Tier begegnet. Bis auf die... Die Schmetterlinge! Also gut, nur nicht aufregen. Das Gute ist, solange die Magnete nicht abgeschaltet sind, fliegt das Perpetuum-Mobil weiter in die Richtung wie vorher. Und wir versuchen es zu reparieren, noch bevor wir die eisernen Klippen erreicht haben. Da können wir uns aber nicht sicher sein. Wenn die Knabberlinge die festen Lenkseile durchbeißen konnten, schaffen die es auch bei den Seilen, mit denen die Magnete befestigt sind. Und wenn die Magnete runterfallen, ist unser Flug zu Ende. Und das bedeutet, wir stürzen dann ab? DC, du brauchst keine Angst zu haben. Uns fällt bestimmt noch eine Lösung ein. Keine Angst, verlass dich darauf. Hör zu, ich sehe nur eine Möglichkeit, aus dieser üblen Lage rauszukommen. Da wir nun nicht landen können, muss einer von uns versuchen, den Mast draufzuklettern, neue Lenkseile anzubringen und diese Schmetterlinge zu vertreiben. Ich bin von uns der Stärkste, also ist es das Beste, wenn ich das übernehme. Lukas, kletter noch nicht drauf! Ich glaube, es ist doch besser, wenn du nicht rausgehst und darauf kletterst, weil du hier doch am genauesten weißt, wie man mit dem Perpetuum-Mobil zurechtkommt. Du wirst hier im Führerhaus gebraucht. Ich klettere raus. Ich bin doch viel leichter als du. In Mandala bin ich ja auch dauernd auf die höchsten Bäume geklettert, Lukas. Niemals. Du kletterst nicht darauf. Nein, ich mach das klar. Ich weiß schon, wie gut du auf Bäume klettern kannst. Doch um darauf zu klettern, dazu braucht man große Kraft. Ich bin viel leichter als Lukas und etwas stärker als du. Also muss ich auch versuchen, darauf zu kommen. Jim, das da draußen dürfte mächtig gefährlich werden. Bist du dir auch sicher, dass du raus willst? Weißt du, Jim, du brauchst das nicht zu tun, um mir zu beweisen, wie mutig du bist. Hey, keine Sorge, ich schaff das. Ich hab kein bisschen Höhenangst. Halt doch mal einen Moment die Seile fest. Die werde ich dir einfach umbinden, weil die dir sonst bloß im Weg sind, Jim. Fertig. Falls du fällst, hält dich wenigstens dieses Seil. Und jetzt muss ich versuchen, den Mast draufzukommen. Durchhalten, Jim, knapp. Achtung, es geht rauf. Wie sieht's aus, Jim, hä? Dass es so schwer wird, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt bloß noch ein Stückchen. Ich bin ja schon fast da. Schön festhalten, du bist gleich oben. Oh, ich habe solche Angst, dass er doch noch runterfällt. Oh. Nein, ich gebe nicht auf. Nicht nachdem ich so nicht dran bin. Ihr Knabberlinge, ihr wollt es ja so haben. Los, weg hier. Wir wollen euch nicht. Haut ab. Das gibt's nicht. Die sind schon wieder da. Die kriegen keine Angst vor mir. Dann müssen wir es anders versuchen. Lukas! Was ist, Jim? Die lassen sich einfach nicht von hier verscheuchen. Wenn der Dampfdruck nicht zu schwach ist, können wir es doch mit Emmas Pfeife versuchen. Vielleicht haben die davor wenigstens Versuchen wir es, Jim Knopf. Wenn das nicht funktioniert...
funktioniert gar nicht. Lukas, ich glaube, es klappt wirklich. Mach weiter, mach weiter. Ja, sie schwirren weg. Juhu. Er hat sie weggejagt. Toll, Lukas, dass das Jim eingefallen ist. Trotz Kesseldruck und Räderradern, das ist mein Freund. Jim ist nicht zu schlagen. Er steckt immer wieder voller Überraschungen. Vielen Dank, Emma. Jim, das Seil! Lisi, Lukas, Hilfe! Ich glaube, das Seil gibt nach! Jim, wir holen dich sofort hoch! Halt dich gut fest! Lukas, du musst dich beeilen, das Seil reißt! Mach schnell, Lukas! Jim, Achtung, jetzt kommt das Seil! Ich krieg's nicht, es ist zu windig, ich kann nicht rankommen! Oh. Jim! Ich hab's! Lukas, noch schneller, schneller, wir stürzen schon ab! Du musst durchhalten, Jim! Du bist gleich oben! Lukas, kann ich nicht auch was tun? Wir stürzen immer schneller ab. Ich weiß, Lisi, aber Jim geht vor. Schnell, Lisi, hilf ihm hier rein. Gleich bist du... Gut so geschafft. Das war noch gerade vor der Endstation. Hast du gut gemacht, Jim. Doch eins muss ich dir sagen. Jag mir in Zukunft nie wieder solchen Schrecken ein. Fest versprochen, Lukas. Als ich da abgerutscht bin, dachte ich, es wäre aus. Oh, Jim, ich hatte solche Angst. Ich hatte auch mächtig Angst. Wirklich, ja? Ja, ich wollte sie bloß nicht zeigen, damit du nicht noch mehr Angst bekommst, wenn ich auf den Mast klettere. Aber als ich dann draußen war, da habe ich geflattert und gezittert wie Espenlaub. Ich hatte eine Riesenangst. Trotzdem, ich musste darauf, um die Schmetterlinge zu verscheuchen. Hätte ich das alles vorher gewusst, Lisi, hätte ich mich bestimmt nicht darauf getraut. Ich scheine gar nicht so mutig zu sein, wie ihr vielleicht gedacht habt. Das stimmt überhaupt nicht, Jim Knopf. Es gibt keinen richtigen Mut ohne Angst. Die gehört dazu. Und jemand, der noch niemals Angst hat, der kann einfach nicht wirklich mutig sein. Wisst ihr, wenn das so ist, na dann muss ich aber furchtbar mutig sein. Jim Clark Food.